Herr Fuß, alle warten gefühlt seit einem halben Jahr darauf, dass der Aufschwung endlich losgeht. Ist es diesen Monat soweit? Leider nein, der IFO-Index ist gefallen. Wir hatten ja im Frühjahr ein paar gute Konjunkturnachrichten, aber das scheint sich nicht zu realisieren. Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest. Wie erklären Sie sich das? Warum sind die Unternehmen derart pessimistisch? Ja, es gibt eben eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren, die nach wie vor da sind und eine Reihe von Belastungen speziell für Deutschland. Das ist einmal die große geopolitische Unsicherheit, Sorge vor Protektionismus. Viele Unternehmen überlegen, dass sie vielleicht lieber in den Zielmärkten, in die sie sonst exportieren, investieren, weil sie sich Sorgen machen vor Protektionismus. Wir haben dann aber auch hausgemachte Probleme, eine immer noch wachsende Bürokratielast, teilweise das Ergebnis europäischer Gesetzgebung, die ziemlich hohe Belastungen mit sich bringt und nicht wirklich gut gerechtfertigt ist. Wir haben darüber hinaus auch von der Konsumentenseite wenig, was sich tut. Wir hatten ja erwartet, dass angesichts steigender Einkommen auch die Konsumlaune sich belebt, aber die Menschen sparen, machen sich offenbar Sorgen über die Zukunft. All das trägt eben dazu bei, dass wir nicht aus dieser Krise herauskommen. Der Strukturwandel ist ja schon im Gange und wäre ja auch wichtig, um aus der Krise rauszukommen. Wo stehen wir denn da? Ja, beim Strukturwandel ist klar, der betrifft die energieintensive Industrie, der betrifft die Automobilindustrie. Wir haben da den Wandel hin zur Elektromobilität. Das Problem ist, dass wir da weniger komparative Vorteile haben als beim Verbrenner. Und vieles an den Rahmenbedingungen für diesen Strukturwandel ist unsicher. Wie werden die genauen Rahmenbedingungen sein, etwa im Energiebereich? Wie wird die Dekarbonisierung funktionieren? Da gibt es sehr viel Unsicherheit, sodass viele Unternehmen sagen, sie investieren erstmal nicht, sie warten ab oder investieren woanders. Wir haben andere Probleme in Deutschland, hohe Steuern, eine Verknappung von Arbeitskräften. Also es sind zu viele belastende Faktoren und es ist unklar, was getan wird, um dem entgegenzuwirken. Das heißt, wir sind beim Strukturwandel nicht vorangekommen, stecken geblieben, wieder zurückgegangen. Ja, wir sind beim Strukturwandel bislang nicht wirklich überzeugend vorangekommen. Es fehlt eine positive Perspektive. Vielen Dank.